Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir haben hier noch 5 von diesen Gebäuden fehlend. Ich habe auch meine schon dazu gebaut. Die können nicht mehr produziert werden, da kein Silikon theoretisch da ist. Aber eigentlich ist alles dafür geschaffen, dass Silikon funktionieren kann. Wir müssen bloß noch Material ran schaffen. Und das werden wir jetzt tun. Wir werden jetzt hier sagen, dass wir gern Silikonerz hier haben wollen. Silicon Ore. Und zwar gerne 50.000 Einheiten. Abfahrt. Und wir wollen natürlich auch Silicon Ingots hier haben. Auch gerne 50.000 Einheiten. So. Da müsste sich jetzt demnächst ein Zug in Bewegung setzen. Und dann können wir hier diese 6 Förderbänder hier anschließen. Erstmal, das ist ja den erstmal, ja gut, was heißt erstmal, aber dann ist es erstmal da dran. Ja, erstmal. So, wenn ich hier den da anschließen wollen würde, das könnte sogar klappen, ne? Dass ich mit allen rumkomme hier, oder? Ja, würde da drauf laufen. Gut. Kann er machen. So. Dann läuft der jetzt da drauf. Und der dann da drauf. So, also, warte mal, Moment, das ist doof. So. So. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon noch habe, aber es könnte sich langsam dem Ende neigen. Aber wenn es ein Teil davon erwischt, ist das schon mal ganz gut. Der läuft da drauf. Das aus. Dann müssen wir jetzt mit Drohnenkapazitäten arbeiten. So. Und dieses Förderband daran legen, wo es hingehört. Und hoffen, dass jetzt sich hier mal hinzukommt. Vergessen den Schalter umzulegen. Na gut. So. Dann jetzt aber hopp. Ich brauch's dringend. Denn ich brauche dringend hier die Crucibles, dass die hier durchlaufen. Da müssen wir gucken. Das könnte sein, dass die jetzt alle so ein bisschen dusselig auf einer Seite laufen. Das hoffe ich jetzt nicht, aber naja gut, egal. Vielleicht habe ich das hier ein bisschen blöd zusammengesetzt. Also die kommen ja immer beidseitig zwar raus, werden zur Hälfte aufgeteilt und dann kommt auf der Seite die eine Hälfte wieder mit dazu. Könnte sein, dass das hier so ein bisschen irgendwann eine Seite verstopft. Um hoffen, dass es nicht so ist. Aber es sieht auf jeden Fall nicht sehr vorteilhaft aus, was ich da gebaut habe. So, dann warten wir jetzt darauf, dass wir hier noch ein bisschen... Achso, guck mal, hier könnte ich ja schon wieder ein paar Sachen wegschmeißen, die ich gar nicht brauche. Die sich einfach so immer ansammeln mit der Zeit. Diesen Algorithmus habe ich noch nicht ganz verstanden, wann da was, wo, wie von dem kommt. Da bin ich noch nicht so ganz schlau geworden draus, obwohl den lieber mal nicht wegbringen. Den brauche ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen häufiger, weil ich die anderen hier nicht kriege. Obwohl, nee, ich habe es wieder gekriegt. Die scheint es wieder zu geben. Na, dann kann der weg. So, dann kann der weg. So, jetzt habe ich hier noch ein bisschen... Oder will ich dann noch warten, bis die Baudrohnen kommen? Wo sind die Baudrohnen unterwegs? Die müssten ja gelb leuchten, glaube ich. Sind hier unterwegs. Okay, gut. Naja, wird schon schief gehen. So, und hier muss es dann auch schief gehen mit dem Material, dass das hier noch fleißig in die Richtung kommt. Aber ich denke, das sollte funktionieren. Das wird auch ordentlich gleich Rückstau geben quasi, weil ja allzu viel hier nicht durchkommt. Aber die 50.000 sollten hier auf jeden Fall reinpassen in die dafür vorgesehenen 8 Kisten. 8 Kisten, ja. 86, 200, ja, passt. So, jetzt kommt nochmal her hier. Lokomotive. Auch dich hier. So, hier haben wir jetzt im Molten Silicon 1 Kilo drin und hier hinten auch 1 Kilo. Überall 1 Kilo drin. Okay. Frage ist, wollen wir das hier noch verbinden? Also diese beiden hier dann intern immer noch verbinden. Dass die dann, na gut, hier geht es gerade nicht, aber. Ach so, ich muss auch noch sagen, dass ich im Baumuster noch einen Fehler gefunden habe. Hier diese Lücke, die ist breiter als bei allen anderen. Ne? Also die habe ich hier größer gemacht. Weiß ich nicht warum. Da habe ich mich um ein Kästelchen verklickt sozusagen. Oh, hier fehlt auch so. Guck mal, hier ist auch noch der ganze andere Schnodderrotz falsch.
mit denen. Das haben wir dann wahrscheinlich öfter falsch hier, oder? Na, der fehlt überall hier auf der Seite. Dann müssen wir mal gucken, dass der auf der anderen Seite fehlt, der wahrscheinlich auch. Dann kommen die Crucibles gar nicht an. So, müssen wir gucken, das müsste denn ja hier. Das ist auch falsch. Dann guck an, ne? Schon den nächsten Fehler gefunden, aber das ist schon mal ganz gut. Alles, was wir vorher finden, kann uns später nicht mehr Probleme machen. So, hier würde ich eigentlich auch ganz gerne einen Puffer-Kessel drin haben in der Leitung. Aber den einfach bloß hier dran stellen, weiß ich nicht. Oder hier dran stellen? Doch, hier dran stellen geht eigentlich, ne? Dann läuft das hier so ein bisschen voll und der hält sozusagen das ganze System. Erstmal runter, aber dann hoffentlich auch hoch, wenn es dann mal sein muss. So, und da kommen die ersten Crucibles an. Sehr schön. Und der hat nämlich, ah, hier der Zug nämlich gleich beide Waren gebracht. Sehr schön. Was hat er gebracht? 50 und 14. Okay. So, jetzt kommen da die ersten Crucibles an. Die gehen natürlich am Anfang relativ schnell weg, glaube ich. Okay, der geht falsch rum hier. Der geht falsch rum. Der geht auch falsch rum. Ob man der nichts produziert, weil der hier das Zeug nicht kriegt. Der steht falsch rum, der steht falsch rum. Das könnte sein, dass die dann auch falsch rum stehen hier, oder? Was geht noch? Anscheinend, der kommt da dran, ja, okay. So, ist hier noch einer falsch rum? Der ist auch falsch rum, gucke an. Okay, so. So, so, so. Hier ist dann alles richtig rum. Okay, so. Und dann kommt schon das erste Silikon dort raus. Das ist schon mal ganz gut. Sollen wir hier ganz kurz gucken, ob hier vorne die auch falsch rum sind. Das passt. Das passt. Hm, dann habe ich das hier drüben schon mal. Nee, der ist noch falsch rum. Der auch. Okay. Okay. Okay, der ist richtig rum. Da muss ich mir aufpassen, wie die Schießhund, was ich hier treibe, ne? So, die passen auch in die Richtung. So, produziert, kann der produzieren? Der hat kein Crucible. Sollte er aber eigentlich kriegen können, oder? Ja, na gut, die nehmen wir erstmal raus, hier, bis hier immer 100 drinnen liegen, ne? Das ist ja nur sozusagen dann das erste große Problem, was wir haben. Aber eine Verstopfung gibt es da auch nicht. Jetzt gibt hier bloß keinen, der. Was denn hier? Okay, das ist witzig. Naja, müssen wir noch ein paar Baumängel müssen wir dann noch rausschmeißen da. Ich habe doch zwei aufgenommen von irgendwo, die haben schon wieder weggetragen, oder? Oh, Filterstapelgreifer. Genau den hier, so dahin. Also, warte mal. So. So. Greifner da, Greifner. Achso, Filter, was ist das immer denn? Oder ein normaler Turbo-Greifer reicht hier aus. So. So. Okay, so, die müssen dann auch da unten hin. Ah, nee! Nee, die müssen filtern. Oh Gott. Habe ich jetzt schon Crucible damit reinschieben? Nein, die muss ich dann aus der Kiste raussammeln. Die müssen ja filtern, verdammt. So. Ja. Keine Ahnung, wo die mal gleich hinfliegen. So. So. Hier unten scheint irgendwie noch gar nichts anzukommen. Habe ich die falsche wieder gebaut oder? Habe ich die wieder verkehrt rum dahingestellt? So. Okay. Da habe ich also da noch eine Lücke drin gehabt. So, jetzt können die hier alle was produzieren. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, die Crucibles werden hier als erstes vollgehen, ne? Aber hier sieht man schon, oh, schon das erste Mal so die Kunden schon abgeholt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, das liegt voll, das ist gut. Das darf auch voll liegen. Und da hinten, immer noch keine Crucible. Warum nicht? Kommen die hier nicht durch? Wer hat noch welche? Irgendwann müssen wir mal. Guck mal, hier sind 200 drin. Wir sind da 200 drin.
das denn für ein Quatsch? Da passiert immer mehr Unfug. Und zwei drinne. Okay, dann müssen wir mal gucken. Das muss ja dann auch hier. Nee, Steuerung V. Das muss ja dann auch hier verkehrt sein, dass die Leitung da nicht liegt. So. Da dann ja genauso. Und hier in der oberen Leitung. Hier unten ist überall der Strick dran. So, jetzt ist es hier auch drin. Okay. Okay, dann haben wir da drüben auch noch ein Problem, dass da zu viele Crucibles sozusagen eingelagert werden. Sieht man hier schon. Das hier nämlich dann der Fall. Der hat nämlich keine Leitung dran hier. Aber hat der hier eingelagert? Was denn für ein Quatsch? Kommt denn der dazu? Okay, das ist ganz grober Unfug. Das können wir so nicht weiter gutheißen. Die kannst du auch mit rauslegen. So. Okay. Wie kam der denn zu diesen. Den Teil hier? Na gut, okay. So, Steuerung V. Hier die Leitung dranlegen, da die Leitung dranlegen. Da ist eine Leitung dran, ne? Ja. Nicht nur der, dass der kennen hat, ne? Der erste vorne war immer. Naja, gut. Da haben wir uns natürlich auch schon wieder eingeleistet. So, der ist aus hier, ne? Ja, der hat 104 drin. Gut, das funktioniert dann erstmal soweit. Weiß nicht, ob ich die Produktionskapazität da drüben noch steigern kann, aber sie liegen wirklich alle auf einer Seite, ne? Das fällt schon auf. Also, da habe ich dann schon doch einen kleinen Fehler hier drin, aber die sind am Vollgas produzieren hier. Viel schneller geht gar nicht. Gut, aber es sieht erstmal schon mal ganz gut aus. Und das produziert ja auch Vollgas. Oh ja, die Kessel sind sogar schon voll. Der ist auch gut wie voll. Es könnte sein, dass es nicht nachkommt bei voller Produktion, aber es sieht ganz gut aus eigentlich. Passt ja nicht ganz gut. Und hier ist ein Förderband besonders voll, ne? Und dann die anderen nicht so. Naja, gut, egal. So. Also, dann ist das aber erstmal hier die Silikonverarbeitung. Hoffentlich jetzt. Einigermaßen gut organisiert. Hier unten kommen noch keine Crucibles durch, weil die hier schon alle nicht mehr vorverbraucht werden. Aber gut, die müssen erstmal die Kisten hier auffüllen. Ne? Theoretisch könnte ich ja mal hier die Hälfte rausnehmen und hier reinstecken. Denn die 20 Stück, die kann er ja erstmal eine ganze Weile durchproduzieren oder damit was probieren. Es wird schon ordentlich voll, die Förderbänder, ne? Das muss man schon sagen. Also das am Ende sollen ja hier, was habe ich ausgerechnet? Falscher Knopf. Bis zu 360 Monosilikon gleichzeitig rauskommen können. Und das ist schon nicht schlecht. Also ich brauche hier mehr Compressed Air, sehe ich gerade. Habe ich Kompressoren noch in der Tasche? Ja, da. Ich brauche hier noch mehr Compressed Air. Da nicht mehr ran. Oh, ne, das ist aber auch wieder gebaut, ne? Das ist genau nicht passt. Naja. So, müssen wir die beiden da noch machen. Und dann müssen wir den dann mal unterirdisch dazulegen und dann hier den Strom aus den Stellen. So. Damit die besser produzieren können. Denn dem mangelt es an Kompressor. Was ist hier los? Achso, da fehlt noch ein Stückchen Rohr. Und dann können die nämlich ein bisschen besser produzieren hier. Und dann läuft das auch ein bisschen besser ab hier. Ist so noch 100% jetzt. Gut. Alles klar. So, hier stauen sich die Crucibles auf der einen Seite. Das ist schon mal gut. Das hier oben müssen wir volle Produktion haben, weil sich da jetzt alle Eingangswaren stauen. Und Molten Zeug haben wir auch noch genug, kommt man da auch genug nach. Sehr gut. Hier fehlen halt bloß die beiden kleinen Fabriken, aber das sollte sich ja dann früher oder später klären. Was fehlt ihm noch? Ja, fünfmal die Dinger hier.
Gut, ist denn das Silikon hier oben schon angekommen bei denen? Es kommt gerade an. Ah, okay. Es ist wirklich gerade angekommen hier oben und es fängt gerade an, wieder die Dings zu machen hier. Aha, sehr schön. Und dann sollten hier wieder rote Chips kommen und dann können noch wieder blaue Chips hergestellt werden. Alles klar. Gut, da ist ja nur Mangelware überall entstanden. Aber hier haben wir uns auf jeden Fall immens verstärkt. Also wir haben dreifachen Output auf der gleichen Fläche. Wir hatten ja vorher 120 ungefähr. Lass es 180 gewesen sein, die da rauskommen. Dann haben wir noch den Output verdoppelt auf der gleichen Fläche. Also das, denke ich mal, können wir auf der Habenseite verbuchen. Natürlich ist der Verbrauch so enorm hoch von den Ingots, dass wir brauchen über 200 solche Ingots gleich quasi pro Sekunde. Das kriegen wir natürlich nie hin. In der aktuellen Konfiguration haben wir, glaube ich, wenn es hochläuft, zwei Förderbänder voll mit Ingots. Aber dann läuft es doch schon sehr gut, muss ich sagen. Aber da sieht es schon wieder so aus, als wenn das Braune schon wieder nicht nachkommt. Die braunen Bollos, die sind hier. Kommen hier aber noch ganz gut raus, aber... Oh, 80, ja, das ist gut. 80 und hier unten immer noch 80. Also sollte eigentlich noch ganz gut rauskommen hier. Irgendwie... Achso, die Förderbänder sind jetzt schneller, genau. Deswegen sind die Förderbänder nicht mehr voll. Also da ist aber auch gute Produktion. Also wir könnten theoretisch das jetzt mal erhöhen hier an dieser Produktion. Weil ich denke mal, das braune Material, was wir vorne produzieren in unserem Sextett hier, in unserem Würfel hier. Das hat braun aber hier unten, ne? Nee, das ist gelb. Zum Braun hingekommen. Da. Ja, da liegt ja noch alles voll. Also da ist ja... Da haben wir noch Kapazitäten ohne Ende, ne? Also da könnte man wirklich sagen, wir könnten da mal für die braune Geschichte hier mal den Update darüber ziehen hier. Dass das auch lila geupdatet wird. Das müsste möglich sein. Die müssten in Produktion sein, glaube ich sogar. Ah, könnte sein, dass er jetzt dann auch nicht ausreichend in Produktion ist, aber das produziert er weiter, solange wie es nicht geupdatet wird. Oder ist es hier nicht mehr drin? Floating Cell, doch. Da haben wir hier 50 Stück auf Lager. Das sollte sich ausgehen. Das Updaten sollte klappen. So, eigentlich sollte das Instant klappen. Wie viel sind das da gewesen jetzt? Ah, 60, deswegen fehlen 10. Ja, okay. Okay, verstehe ich. Weil nur 50 vorrätig sind. Aber dann könnte auch da sozusagen die Produktion ein bisschen schneller sein und dann könnte man hier vielleicht noch ein bisschen schneller an Silikon kommen, aber das läuft hier jetzt wirklich ganz gut durch. So. Hier unten mangelt es an allen Komponenten, selbst an denen. Okay, das ist ungewöhnlich. Weil die sollten hier durchkommen. Ach, guck mal, hier hinten ist noch eins falsch rum. Okay. Ja, ist noch eins falsch rum. Das ist bitter, sowas. Ja, aber fällt auf halt. Gut, der hat schon 200 davon, dem PN, die Crucibles hier. Und kommen die, können die gar nicht hier ankommen? Doch, nee, die können noch nicht hier ankommen. Liegen gerade hier vorne 4 Stück nur in der Warteschleife. Aber es wird immer besser und immer mehr. Das ist schon mal gut. Vielleicht, ja, sollte ich da nochmal irgendwo, weil das ist die Produktionskapazität da erhöhen, nochmal einen dahinter, dass es 4 sind. Das ist auch gleichmäßig belegt, dann brauche ich diesen Quatsch dann nicht machen, mit dem alles auf eine Seite schmeißen. Was der doch da sinnlos ist. Könnte man nur einen dazwischen bauen, ne? Der würde sogar hier vorpassen. Aber dann haben wir mit dem Strom in Schwierigkeiten. Ach, das ist schon ganz gut so. Es läuft. Es wird schon überlaufen. So, gut. Also, das sollte jetzt erstmal
ein bisschen Erholung schaffen. Das ist auch manchmal, warum hier der eine Strang in der Mitte immer so voll ist. Wenn ich hier irgendwo... Oh, der läuft einfach gerade durch und kriegt aber von anderen Seiten noch ein bisschen was oder so. Aber hier sieht es ja sehr, sehr, sehr schön gleichmäßig aus, ne? Das ist ja schon schön Optik. Gut. Ich finde auch generell gar nicht mal so hässlich, der Bauplan. Machen wir ein Foto von. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.